Zeig das doch nicht! Was? Was geht ab, was geht ab? Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie immer könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und ja, was machen wir heute? Ich mach meinen Schwenker nach hinten. Ich hoffe, das erkennt man. Die beiden Roller sind auf dem Anhänger und wir sind gerade jetzt auf der Suche nach einem schönen Ort, wo wir jetzt die Roller, ich sag mal so, vorabstimmen können, bevor es zu Dennis geht. Die erste richtige Fahrt. Genau, die erste richtige Fahrt jetzt. Und bevor es natürlich auch zu Dennis geht. Grüße gehen raus an Dennis an dieser Stelle. Hey, grüß dich, Dennis. Grüß dich zurück, Martin. Was geht, alles fit? Ja, sehr gut. Und ja, da werden wir ja noch auf dem Prüfstand bei ihm sein und gucken dann, was die Dinger für Leistung haben werden, so wirklich. Aber jetzt, Düsenset ist angekommen für Scooter Attack. Wir suchen jetzt erstmal einen Spot. Ja, seid gespannt. Zuerst werden wir mit der Aerox anfangen. In diesem Video wird es über die Aerox gehen. Und gucken mal, ob wir die jetzt einigermaßen abgestimmt bekommen. Aber ich denke, nach unserer ersten Erfahrung, wie wir das vorher gemacht haben, sollte das eigentlich kein Problem sein. Wer uns schon seit Anfang an verfolgt, weiß, dass wir die NRG, den Barbie Racer 1.0, versucht haben abzustimmen, sage ich mal so. Es jetzt nicht so wirklich geklappt hat und da nicht komplett ja auf High-End, auf Innenrotorzündung und alles gegangen bin. Austesten konnte ich es leider nicht, weil er geklaut worden ist, aber egal. Scheiß drauf. Ja, wir suchen jetzt erstmal einen Spot und ich würde sagen, bis gleich. Komm mal auf die Straße, lo. Nimm erstmal einen. Ich will keinen. Nimm jetzt, brauchst diese Zuckerdings da damit. Nimm jetzt! Nimm! Eine. Nein. Walla, ich schaff keinen halben. Mir geht's einfach gerade nicht gut. Warte. So. Kann ich kurz zu Ende kauen? Wie fühlt sich das eigentlich an? Beschreib mal das für das Publikum. Wie du dich gerade fühlst. Richtig, ja. Richtig. Geil, also besser kann es gar nicht sein. Das ist wie so ein Sechser im Lotto ungefähr, ja, ne? Allgemein dieser Tag heute. Ja, genau. Mit dem Spannen und so, wir haben schon beleidigt. Auf jeden Fall wollten wir eigentlich mit der Aerox anfangen. Die hat. Warte, lass mich. Die Feder hat sich gelöst. Und aber davor ging er auch nicht an, weil. Ja, der ging nicht an, Nick hat er. Wie oft hast du getreten, Alter? Ja, 30, dein Fuß ist schon kaputt gegangen. Keine Ahnung, also was jetzt damit ist, der ist wahrscheinlich abgelaufen. Wir haben leider auch keinen Bremsenreiniger oder sonstiges hier, um den einmal so zu starten. Aber wir lassen das jetzt erstmal so, wir lassen den jetzt erstmal ein bisschen stehen. Gucken wir wahrscheinlich gleich nochmal nach. Falls sie es nicht schaffen, egal. Aber wir sind ja nicht mit nur einem Roller hingekommen, ne? Das heißt, wir fangen mit meinem an. Wiederum habe ich natürlich auch die guten Stage 6 Kupplungsfedern mir angeschafft, die habe ich schon, das sind die ich davor schon hatte, ne? Und die werde ich jetzt ändern. Ich habe auch noch einen schönen Malossi Teilriemen. Ey, wir können gar nichts machen. Warum? Hast du dieses Ding mitgenommen, um die Kupplung aufzumachen? Nein. Ja, wir können da nichts machen. Du kannst so heute fahren nur. Bitte, du erinnerst mich dran, ich habe doch gefragt, Alter. Du hast gar nichts gefragt. Denkst du, ich habe nur selber noch dran gedacht? Nächster Tag. Statement. Wäre ich einfach zu Hause geblieben. Sag den Schwur! Mehr Jungfraumann und Blaubarschbube vereint! Egal, heute kannst du Dings da besser fahren. Wir machen einfach nur Fahrt. Fahrt reicht ja. Ja, den kann ich trotzdem tauschen. Nein! Doch! Nein! Doch! Wie ist die Lage? Sag! Wir haben den schönen Schlüssel vergessen. Ey, man vergisst immer was, Alter! Es wird auch schon dunkel. Ja, und wir sind jetzt gerade auch nicht in der Nähe hier jetzt bei uns. Ne? Das ist schon ein bisschen weiter weg, wo wir jetzt gerade sind. Wir haben das Spezialwerkzeug, um die Kupplung rauszuschrauben, sage ich mal, vergessen zu Hause. Das ist ja. Nuss geht auch nicht, das ist ja 40er Größe ungefähr oder was auch immer. Aber egal, die Kupplungsfedern können wir leider nicht tauschen.
Dafür habe ich schon eine Düse getauscht. Jetzt haltet euch fest, vorher war eine 115er Düse drin. Und ja, jetzt bin ich erstmal auf 140 gegangen. Ich habe von 130 bis 150 habe ich alles da. Oder sogar 160. Das heißt, das sollte auf jeden Fall, Leute, klappen, das mit den Düsen. Und ja, wechseln wir mal erstmal den Keilriemen, weil wir leider Gott alles blendisch. Die Lage? Die Lage, Psi. 16. Was machen Sie da? So, ich werde jetzt den schönen Keilriemen wechseln. Abdeckung habe ich schon raus. Guck mal. Wie ich immer beim Keilriemen wechsle, der hat eine Laufrichtung. Oder sie beschriftet, oder wenn jetzt keine Pfeile vorhanden sind, ist es wichtig immer so, dass die Beschriftung zu dir leserlich zeigt, auf jeden Fall, ne? Dass du die lesen kannst, wenn sie zu dir guckt. Müsste nicht der sein? Ja. Ey, Assi-Schlagschrauber beste. So. Zack. Ey, wie findest du diesen Notknopf? Der ist schon geil gemacht, oder? Sag ehrlich. Wild. So, jetzt können wir den erstmal locker. 10 Minuten warm laufen. Ach, 5 Minuten warm laufen und dann gib ihm. So muss ein Roller einspringen. So. Erstmal warm laufen lassen. Zwölf Sekunden später. So. Wichtig und richtig, immer einen Helm anziehen. Oh, er ist wie dieses Kleinkind, das ist so mal. Ich hätte so gerne diese Feder noch getauscht, dass er richtig schön hoch geht, Alter, aber... So geht er eigentlich richtig schön. So muss er hochgehen. Wir schauen mal. Ich habe auf jeden Fall jetzt... Ich habe auf jeden Fall jetzt eine 140er Düse gerade drin. Einmal hin und her fahren und gucken, wie das dann aussieht. Nebendüse ist eine 45er verbaut. Das ist okay. Ja, das ist okay. Laut. Der geht zwar jetzt noch nicht vorne hoch, weil er noch nicht diese Federn hat, ne? Aber Digga, der zieht so clean durch, Alter. Ohne Scheiß. Ich habe jetzt eine 140er drin. Eigentlich müssen wir jetzt mal nach der Zündkerze gucken. Mein Gott, das ist auf jeden Fall fett ist, oder? Der läuft richtig, also der läuft jetzt, der stottert nicht oder sonstiges, auch bei Volllast halt nicht, ne? Also ich finde das richtig. Digga. Das ist schon krank. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir höher gehen oder tiefer gehen sollen. Eigentlich nicht, weil ich finde das so voll okay. Wir fahren mal noch eine Runde. Hey, du bist hier gerade auf jeden Fall über 100 lang gekommen. Nein. Das waren über 100. Du bist so, ich habe so gefühlt. So muss das hinterher kommen. Oder weißt du, krank sich das auch anhört? Bis nach da hinten hört man nichts. Ich glaube, der hat mehr Leistung als deine. Das denkst du, aber... Ich hab das Gefühl, Bruder. Bruder, da sind jetzt gerade 16, 17, 18 PS. Das ist schon, wie gesagt, durch diesen Hub da, weißt du? Okay.
Und was sagt die Zündkerze? Ja, Digga. Weiß nicht, erkennt man das? Es ist schwarz, nicht so gut, oder ne? Es ist hellschwarz. Es tendiert Richtung braun. Es ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr weiß wie vorher. Erkennt man das? Ja. Weiß ich jetzt nicht. Sieht schon mal deutlich besser aus auf jeden Fall. Ich würde sagen, nochmal noch 5 Stufen höher, ne? 545 könnte man gehen, auf jeden Fall noch einmal ausprobieren. Also bis jetzt machen wir nichts verkehrt. Riecht auch schon schön knackig. Tja, für die, die nicht wissen, was für eine Zündkerze drin ist. So, es ist eine BR10EG. Das ist eine Racing-Zündkerze von NGK. Junge, jetzt habe ich meine Finger versaut, aber egal. Gehen wir mal noch eine Stufe höher, ne? 145er. Zack. So Angst, dass er nach vorne schießt. So verbaut ist jetzt eine 146er Düse. Und wäre noch ein Stückchen höher gegangen. Jetzt schauen wir mal, wie der jetzt läuft. Ich denke jetzt, wenn er jetzt anfängt zu spucken oder sonstiges, dann gehen wir nochmal runter auf jeden Fall. Aber lass uns jetzt überraschen, ne? Junge, der ist so, der sieht so aus wie so ein Mädchenroller, aber Junge, was da drunter steckt, der ist krank. Feine Runden, dein Helm, deine Kamera. So, jetzt darf der Dicke auch mal fahren, ne? So, bist du bereit? Ich bin bereit. So, warm gelaufen ist das Ding. My name is Johnny Maxwell and welcome to Jackass. Jetzt musst du über, mit diesem Cross-Motorrad musst du über das Land fahren. Halt mittendrin, wie der so richtig schön sauber rauszieht, Alter. Das ist heftig. Das Getriebe ist auch richtig schön übersetzt. Also, keine Ahnung, ich wünsche ich jetzt so ein GPS-Tacho an mein Handy. Oder am Roller. Dann könnte man ja gucken, wie schnell man hier lang gefahren ist. Aber das waren locker 80, 90 Sachen mindestens. Und das war ja gerade mal nicht so richtig Vollgas, ne? Alter, dieser Sound! Krank, ehrlich. Sowas müsste verboten werden, ey. Salamu alaikum. Ey, warum weinst du? Wegen meiner Airwatch. Ha ha ha.
Und? Was sagst du? Das Getriebe ist auf jeden Fall geil. Das ist krank, ne? Wie das durchzieht, Alter. Wie schön er auch durchzieht. Ja, man, ohne Scheiß, das feiere ich. Den Roller muss man wirklich gefahren haben. Was glaubst du, was das gerade war? Digga, das ist schwer einzuschätzen, das, ne? Aber das ist krass. Das ist krass. Also 100 bestimmt. Ich hab mich mal richtig so durchgezogen. Ich hab da mal so kurz davor aufgehört. Man hat Angst, ne? Man hat einfach Angst. Man weiß nicht, was passiert. Man kennt ihn noch nicht so gut. Das ist es ja. Man muss erstmal Vertrauen ein bisschen gewinnen. Wenn Vertrauen jetzt mit 100 in den Handballern. Wenn der Reifen abfällt bei 100, Digga, und du hier hinklatscht und diese Schleife auf. Ja, diese Schleife auf Boden mit diesen Kieselsteinen noch in der Hand drin, ne? Das wäre schon richtig. Wenn Hinterrad abfällt, ja. Harley Davidson Style. Was ich auch noch so als, ich habe ja einen 110er, habe ich ja schon eine Trommelbremse, also eine 13 Zoll mit Trommelbremse, 110er, habe ich. Ist auch fertig. Aber die verbaue ich noch nicht. Da habe ich ein bisschen was vor. Da will ich einmal. Ich lasse ihn jetzt erstmal so. Und ich will halt gucken, was für einen Unterschied später das mal auf dem Prüfstand bei Dennis machen wird. Wenn wir den einmal so messen werden, mit dieser Felge, mit der 10 Zoll, mit dem Ballonreifen. Und danach wieder mit der 13 Zoll Felge halt. Ne? Dass er vorne hier überläuft. Und dann, was für einen Unterschied das geben wird auf dem Prüfstand. Das wird dann natürlich auch sehr interessant. Ja, geil. Auf jeden Fall. Die hat uns leider heute richtig, richtig enttäuscht. Komm hier hin, die geht nicht mal an. Was soll ich sagen? Das ist verkehrssicher gespannt. Jetzt kommt eh neu. Ach, richtig traurig, Alter. Weißt du, ich wollte eigentlich... Die lief ganze Zeit ohne Probleme. Da kommen wir hier hin oder kickt zweimal. Eigentlich sollte ich beim zweiten Tritt angehen. Ja, dritte Kick. Ja. Ich mach 30 Kicks, auf einmal Kickstarter durch. Ach, Katastrophe, ehrlich. Ja. Aerox ist für die Tonne. Ich hätte auch schon Bock auf Piaggio eigentlich. Guck, komm ins Team Piaggio. Ach nein, Spaß beiseite. Egal, sollte heute nicht sein. Es wird ja, wie ihr sehen könnt, gibt es immer noch schönes Wetter. Von daher, es wird immer wiederum wärmer. Habe ich doch schon gezeigt. Ey, hör auf, das knackt hier doch schon. Ich wollte eigentlich so gerne ein Kopf an Kopf rennen, weil du bist wassergekühlt, ich bin luftgekühlt. Du sollst ja angeblich mehr Leistung haben, wie mein Zylinder, was ich immer noch nicht glaube. Ich glaube, meiner hat viel mehr Leistung, auch durch das Getriebe und die Variomatik auf jeden Fall. Wollte ich gerne Kopf an Kopf rennen, hier, zack, und gucken dann, wer wen abzieht hier. Er hat ein paar Kilos mehr drauf wie ich, das sind glaube ich 5 Kilo, die du mehr hast. Fast. Ja, fast 5 Kilo. Von daher wäre das eigentlich passend, aber egal, beim nächsten Mal, ne? So. Dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten des Videos. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ne? Und natürlich immer einen Daumen nach oben. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Ciao. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper.